Willkommen zurück zum Pokémon Trading Card Game. Ja, ich habe wieder vergessen, was zu muten. Wir machen gleich mal wieder mit dem letzten Deck weiter. Ich habe es ein bisschen überarbeitet und weil ich für heute nichts Besseres habe und mir keiner gesagt hat, was ich spielen soll oder was ihr gerne mal sehen würdet, falls ihr mir das schon mal gesagt habt, ich habe es vergessen, schreibt es mir bitte nochmal. Weil das kann immer mal sein, dass ich dann zu einem Zeitpunkt sehr, sehr viel gesagt bekomme oder halt irgendwas übersehe, weil ich gerade keine Zeit habe. Und ja, deswegen, falls ich irgendwas noch nicht gezeigt habe, was ihr aber schon seit langem sehen wollt, bitte Bescheid sagen. Und warum ist dieses Versus, der Versus-Bildschirm hier jetzt so lange? Das macht mir schon mal Sorgen. Gegen Wop. Rob, nicht Wop. Wop, 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 Wop. Ja, ihr seht mein Wasserdeck wieder, wie gesagt, ein bisschen überarbeitet. Nicht viel. Ich hoffe mal, wir können jetzt zeigen, was wir drauf haben. Hoffe ich wirklich. Ich hoffe auch, das ist nicht zu leise für euch, weil ich habe das hier immer ein bisschen lauter auf den Ohren als ihr. Das ist ein bisschen problematisch und ich habe einen Frosch im Hals. Nicht gut. So, ich verpasse unserem Kanimani gleich mal hier einen Powerboost. Ja, das kann leider noch nicht angreifen, aber ich könnte es nächste Runde in Tyrakrok verwandeln. Das wäre doch auch eine gute Möglichkeit, hier ein bisschen abzuräumen. Tyrakrok ist ja, glaube ich, recht stark und Impagator ist ja das stärkste aller Pokémon. Also von denen, das wir jetzt gerade spielen können. Außer Turtok, aber ich bezweifle, dass wir Turtok jetzt auf die Schnelle zusammenkriegen. Schockmegafon. Schockmegafon ist wieder doof. Das reduziert wieder unsere ganzen Reduzierungen, also Erhöhungen in diesem Fall. Ja, nur das gegnerischen. Was kann das Vieh eigentlich? Okay, es reduziert Rückzugskosten. Aber ich habe hier noch den einen oder anderen Trick auf Lager. So, jetzt machen wir das nämlich mal ein bisschen anders. Kostet mich zwar leider zwei wirklich gute Karten. Aber zu einem Preis, der, glaube ich, ganz fair ist. Nämlich für Tyrakrok muss jetzt sein. Weil Tyrakrok brauchen wir. Wir brauchen jetzt alle Kraft, die wir zusammenkriegen. So, Wellenplatscher. Weil wenn das Vieh hier, das Darkrai X, erstmal richtig zuhaut, dann haben wir ein Problem. Genauso wie wir bei dem Vieh wahrscheinlich ein kleines Problem haben, wenn es mit Bedrängen jetzt kommt. Oder es haut gleich richtig hier mit Nachtklaue zu, dann sind nicht mal beide hin. Oh Gott. Ja, das ist jetzt das Problem. Ich kann Enton vorschicken. Das ist jetzt meine einzige Chance. Das läuft jetzt schlecht. Oder ich vergifte es und mache es so platt und Enton gewinnt sogar noch den Kampf. Enton, du bist toll. Auch wenn du nichts getan hast, du hast es gut getan. Und ich muss mal echt hier Skype irgendwie... Erinnert mich mal dran, bevor ich meine nächste Aufnahme mache. Wie auch immer ihr das machen wollt, ich weiß es nicht. Vor allen Dingen, da ich so unregelmäßig aufnehme. Halt immer dann, wenn ich Zeit habe. Brief vom Professor, das ist ja mal sinnlos. Das sage ich jetzt nur, weil ich selber keinen habe. Eigentlich ist er nicht sinnlos. Im Gegenteil, eigentlich ist es eine Karte, die ich jetzt auch gerne spielen würde. Die wird mir auch extrem helfen. N ist eine gute Idee, aber ich hole mir erstmal die Wasserenergie wieder. Wenn die Karte sich spielen möchte. Wenn mein Internet nicht abschmiert. Ja, ich muss heute auch eigentlich mittags heißt der Pokémon aufnehmen, sonst seht ihr nämlich bald keine Parts mehr. Gehe ich auf Enteron? Ich weiß nicht, ob ich es riskieren soll. Nee, gehe ich nicht. So, ich kann jetzt echt nur hoffen, dass ich gute Karten ziehe. Ansonsten haben wir wahrscheinlich ein Problem. Ja, kein Enteron. Aber immerhin eine Evo-Brause. So, das Enteron hat nämlich den Konfusstrahl und verwirrte Pokémon sind liebe Pokémon. Die halten zumindest dann nicht mehr viel gegen. Zumindest kann sich das Vieh dann selber hauen statt uns. Fände ich viel, viel schöner. Obwohl er, ja, solche Zustände kriegt er ja leider mit Darkrai relativ gut wieder los. Darkrai ist ein böses Pokémon. Ja,
Aber es würde uns eine Runde schenken. Weil wenn er hier hin und her tauscht, muss er Energie an Kangama anlegen. Dann kann er uns nicht irgendwie jetzt belasten. Und dann verpasse ich ihm als erstes mal das hier. Ja, dachte ich mir, dass er nicht einschläft. Dann verwirren wir ihn eben mit dem Konfusstrahl. So, wenn er jetzt uns versucht anzugreifen, ist eine 50% Chance, dass er daneben haut. Beziehungsweise, dass er sich selber schlägt. Und dann kann ich mit der Aquaknarre Gegenangriffe machen. Oder er macht die Pokémon Center Dame, ist wieder topfit und haut uns einfach bloß die Nase platt. Das geht natürlich auch. Und das ist der schlechteste Fall. Ja, ich verpasse Shiggy jetzt noch hier Energie. Und jetzt brauche ich Topkarten. Ich ziehe bloß eine. Ja, danke. Ich denke, das war's dann auch für diesen Kampf. Zum Glück nicht mit diesem Part. Der geht ja noch ein bisschen. Ihr merkt, ich bin heute ein bisschen irgendwie abgelenkt. Ich weiß auch nicht, was zum Henker. Okay. Hyperhypnose. Das wollte ich jetzt. Das war wahrscheinlich Hyperhypnose. Wenn du. Achso, wenn an das Pokémon Energie angelegt wird, dann kann man eins der gegnerischen Pokémon anschläfern. Gut, wir machen das Ganze nochmal, weil der Gegner, der hat uns jetzt in Grund und Boden gestampft. Dabei ist unser Deck gar nicht mal so schlecht. Also ich meine, es ist nicht wirklich gut, auch wenn ich nicht verstehe, warum ich so wenig Basis-Pokémon immer ziehe. Ich habe eigentlich mehr als genug im Deck. Habe ich auch nochmal überprüft, ob ich wirklich genug im Deck habe. Ich habe genug. Also ich verstehe es nicht, aber ich meine, ich muss das auch nicht verstehen. So, schicke ich gleich mal das Stärkste von allen vor. Und ja, ihr seht, jetzt sind es andere Basis-Pokémon. Auch wenige, aber sie haben doch schon etwas mehr Zunder. Ich glaube, ich möchte gar nicht sehen, was das ist. Ach, ein Absol. Ja, das ist okay. Das ist jetzt weniger okay, was der da macht. Oh, Hypnotoxin. Das könnte gefährlich werden mit der Zeit. Ich hoffe, wir kriegen das irgendwie wieder nicht nur sauber, sondern rein. So habe ich ja den letzten Part genannt. Mir hat es gefallen. Ich weiß nicht, ob ihr den Witz gut fandet. Wahrscheinlich nicht. Ich könnte eine Energie opfern, damit das wieder fit ist. Aber das will ich eigentlich nicht. Ja, jetzt kommt Bedrängen. Dann kann ich es, glaube ich, nicht mehr austauschen. Nee. Jetzt muss ich es wahrscheinlich austauschen. Okay, Professor Escher, damit kriege ich ein paar Karten wieder. Gut, erstmal gegen Hypnotoxin. Schlaf, Kindchen, schlaf. Die Mutter ist ein Schaf, so. Gleich mal Blizzard. Wenn das Vieh jetzt weiter schläft, haben wir gewonnen. Ja, tut es. Okay, wenn er jetzt kein Pokémon spielt, gewinnen wir auf der Stelle. Oder Erhalt, das geht auch. Das ist super. Ja, wenn man denkt, es läuft gut, dann kommt da so ein Gegner daher und meint, moin, doch nicht. Ja, das sagt er. Der hat moin gesagt. Habt ihr nicht gehört, ne? Ihr müsst lernen zuzuhören. Ja, ich weiß gar nicht so recht, was ich hier tun soll. An 5 Karten, ja komm. Weg damit, neue her. Ja, Tyrakrok ist, Impergator ist nicht das Pokémon, was ich haben möchte. Deswegen schmeiße ich die beiden gerade mal weg. Ich muss jetzt auf Turtok gehen. Beziehungsweise erstmal Shillok, dann Turtok. Das sind jetzt die einzigen Pokémon, die hier richtig abräumen können. Vor allen Dingen Turtok macht sehr, sehr viel Schaden. Ja, das habt ihr jetzt nicht gerade gehört, dass ich hier eine Flasche aufgeschraubt habe, um Professionalität und so. Tut mir leid, Leute, ich laber mir heute schon den ganzen Tag den Mund fusselig. Nicht wegen Aufnehmen, sondern halt wegen Uni, dann halt jetzt aufnehmen. Ich bin fix und fertig, zudem bin ich nicht extrem, aber ich bin schon etwas müde und ja, da bin ich nicht in bester Verfassung. Entmutigen, das schaffst du. Das ist eine Attacke, da stimme ich dir voll zu. Wie kriege ich den jetzt am günstigsten Platz? So, ich kann 6 Karten ziehen oder 5 Karten ziehen, ich entscheide mich für die 6 Karten. Und es ist unser Turtok, das ist schön. Doch, Turtok finde ich gut. Da benutze ich auch gleich mal die Sintflut-Fähigkeit. Und lege die Energie an Turtok an. Das ist jetzt leider noch zu wenig, aber das können wir ganz schnell ändern. Das sollte jetzt nämlich etwas mehr Energie sein.
Was heißt, es sollte, es ist mehr Energie. So. Machen wir nochmal. Wir können es uns ja leisten. Muss ich gerade mal gucken. Ja, Hydropumpe zieht. Reicht Hydropumpe? Ja, sollte eigentlich. Dann verpasse ich gerade mal den Leichtstein Carpador, damit der sich auch ja zurückziehen kann. Und lass den ganzen Rest jetzt... Oh, ja. Ich sollte vielleicht auch Garados entwickeln. Dann soll sich jetzt noch einfach Turtok um das Vieh kümmern. So. 110 Schaden ist, glaube ich, ein Wert, der sich gewaschen hat. Und da kann ich mir gleich neue Energie holen. Vielleicht für Riesenrandale. Das kann, wenn es jetzt mit Entmutigen zuschlägt, tut es. Ja, der will mich echt entmutigen und das schafft er auch. 80 Schaden ist eine Hausnummer und vor allen Dingen, wenn er sich selbst um 40 Schadenspunkte reduziert, ist das was ganz anderes. Aber ich habe ja immer noch Garados auf unserer Seite und das haut rein. Und das kann auch reinhauen. Das ist halt die Frage, auf 130 komme ich nicht bei 40 Schadensreduzierung. Das muss jetzt einfach so funktionieren. So, Hydropumpe 70 Schaden ist auch okay. Weil wenn es uns jetzt angreift, geht es mit drauf. Und dann muss Garados den Rest machen. Außer nimmt Garados jetzt Energie weg. Ja, er nimmt Garados Energie weg. Ich müsste tauschen, aber Turtok wird es nicht überstehen. Naja, dann muss ich hoffen, dass ich eine gute Karte ziehe. Das hängt jetzt alles von Garados ab, das ganze Spiel. Es steigt und fällt mit Garados. Und ich ziehe Wasserenergie. Das ist perfekt. Weil jetzt müsst ihr das so rechnen. Wir machen 20 Schaden für jede Preiskarte, die bis jetzt genommen wurde. Das heißt 6 Preiskarten, das heißt 120 Schaden, die wir derzeit machen können. Und es ist eine ganze Menge. So, wir haben noch genug Karten, das passt. So, dann zeig doch mal. Ja, das ist noch okay, kleiner Bug. Der wilde Luft... Nee, das ist nicht der wilde Lufthammer. Das war die Attacke von Kanimani, die da drüber gelegt ist. Tja. Okay, nee. Wir werfen keine Münzen. Hier sind mehrere Texte, die völlig falsch sind. Aber gut, der Angriff... Ja, jetzt seht ihr hier den Text, den falschen, der schön in unserem Bild ist. Also, Gruß an Nintendo an dieser Stelle. Oder wer auch immer hier für das... Nee, das ist ja Game Freak, ne? Wurde ich ja schon mal korrigiert. Es gehört Game Freak, nicht Nintendo. Gruß an wen auch immer, wer dafür halt zuständig ist. Ihr seid ein bisschen buggy, aber ich mag euch. So. Er hat eine Preiskarte zu wenig, eine Handkarte zu wenig. Das bedeutet, er macht nur 20 Schaden. Achso, der möchte unser Pokémon austauschen. Ja, darf er gerne tun. Da darf er Kanimani nehmen. Es kann uns auch gelegen kommen. Und es kommt uns gelegen. So. Wir holen uns jetzt nämlich die Preiskarten. Die Energiekarten. Wechseln gerade mal unser Garados ein. Und zeigen mit Riesenrandale, wie der Kampf endet. Gut, Leute, wir haben gewonnen. Und das war's dann wieder für heute. Ich würde sagen, ihr schreibt mir, was ich beim nächsten Mal für ein Deck zusammenbasteln soll. Wir können mir alles als Vorschläge machen, ob ich es mache oder nicht, werdet ihr sehen. Lasst mir auf jeden Fall ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben, macht ein bisschen Werbung für mich. Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Pokémon Trading Card Game. Bis dann, euer Wolf.